Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Es wird aus meiner Sicht höchste Zeit, dass ich euch meine nächsten 5 gelesenen Bücher zeige, einfach weil das letzte Video schon eine ganze Weile her ist. Und diesmal zeige ich euch sogar nicht nur 5 Bücher, sondern 6. Und ja, warum das so ist, das seht ihr dann später im Video. Und damit das jetzt nicht so lang wird, legen wir einfach los. Was natürlich bei so weißen Koffern immer der Nachteil ist, dass hier Flecken entstehen könnten. Ich würde sagen, dass wir anfangen mit dem dünnsten Werk des Stabes. Und zwar handelt es sich hier um Ian McQueens Die Kakerlake aus dem Diogenes Verlag. Für mich ist das der erste vollständige Roman des Autors, weil ich hatte damals von ihm begonnen, Abbitte zu lesen, musste den aber ja unterbrechen, sag ich mal, weil ich einfach nicht der Typ bin, der im Hochsommer über Hochsommer lesen kann. Das fällt mir unglaublich schwer und ich kann das einfach nicht und ich habe schon wieder irgendwie den Moment verpasst, an dem ich das Buch hätte lesen sollen, nämlich im Winter. Und ich schweife ab. Wir kommen mal wieder zurück zu diesem Werk. Und auf den 132 Seiten begleiten wir Jim Sams, der die Verwandlung von einer Kakerlake zum britischen Premierminister durchführt. Und wem das jetzt so ein bisschen bekannt vorkommt, ja, das hat so einen kleinen Touch von der Verwandlung von Kafka, aber bis auf den Namen der Kakerlake und dass es eine Kakerlake ist und eine tatsächliche Verwandlung stattfindet, haben die Bücher eigentlich gar nicht viel gemeinsam. Wie ich schon sagte, verwandelt sich die Kakerlake Jim Sams zum britischen Premierminister. Und er okkupiert so ein bisschen ja die britische Regierung und ja setzt da so seine Vorstellung von Regierung um, beziehungsweise von Gesetzen, und tut sein Möglichstes, ja ein Stück weit auch die britische Regierung zu, ja ich würde nicht sagen zu zerstören, aber seinen Schaden so ein bisschen zu hinterlassen, sage ich mal. Und ja, das ist eigentlich auch schon so ein bisschen der Inhalt der Geschichte. So viel möchte ich euch gar nicht verraten, weil es sich hier tatsächlich um auch noch eine Satire handelt. Und ich kann mir vorstellen, dass Satire ja für sich selber immer jeder entdecken muss und auch den Witz und den Charme und die Kritik, die dahinter steckt. Und man ja ansonsten meiner Meinung nach vermutlich auch so ein bisschen die Lust an dem Werk verlieren könnte. Ich habe für mich tatsächlich festgestellt, also das ist das erste satirische Werk, was ich, also nicht unbedingt, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das Buch zuerst gelesen habe oder das andere, aber tatsächlich spielt eigentlich gar keine Rolle, aber auch bei diesem Werk habe ich einfach festgestellt, dass Satire für mich kein Genre ist. Vielleicht liegt es an der Schreibweise von Ian McQueen. Ian McEwan. Ich habe für mich festgestellt, dass Satire tatsächlich einfach nicht mein Genre ist. Ob das jetzt an dem Werk liegt oder an einem anderen Werk, was ich noch gelesen habe, aber ich komme damit tatsächlich nicht zu Rande, was jedenfalls die Buchform angeht. Im Film in Serien habe ich tatsächlich gar nicht so die Probleme damit. Damit komme ich besser klar, aber in Buchform, ich weiß nicht. Und ich würde nicht mal sagen, dass es an dem Autoren selbst liegt oder an der Schreibart, weil die mochte ich eigentlich tatsächlich. Ich mochte die Art und Weise, wie der Autor schreibt, wie er Bilder erzeugt, wie er mit dem Wort einfach umgehen kann, aber das Satire ist einfach nichts für mich. Ich weiß auch nicht, ich kann auch nicht beschreiben, woran es liegt. Ich mag einfach dieses mit der Nase drauf fassen an manchen Dingen oder draufstupsen manchen Dingen nicht so gerne, und ich mag auch teilweise den Humor nicht. Hier kommt auch noch ein Stück weit auch noch der britische Humor, der sehr schwarze Humor dazu. Ich habe nichts gegen schwarzen Humor und ich kann darüber auch tatsächlich sehr lachen an einer oder anderen Stelle, aber in Kombination mit Satire ist es einfach nichts für mich. Was ich aber an diesem Buch sehr, sehr mochte, war die Gesellschaftskritik, die hier dahinter steckt, und dass man wirklich eine gute Möglichkeit hat, ja, in einer Runde über dieses Buch zu sprechen, weil es wahnsinnig viel
ja, Potenzial hat, Potenzial über Politik zu reden, Potenzial über ja allgemein die Gesellschaft zu reden und wie leicht es manchmal vielleicht ist, die Politik oder die Regierung zu unterlaufen und das aktuelle politische Geschehen hier wiederzufinden. Ihr könnt ja mal, falls ihr dieses Buch gelesen habt, in den Kommentaren eure Meinung zu diesem Werk hinterlassen. Das würde mich mal sehr interessieren, weil vielleicht ist es einfach auch nicht die Art der Satire, die mich ansprechen würde. Vielleicht gibt es auch da draußen in der weiten Bücherwelt noch Satire, wo ich sagen könnte, dass die für mich Sinn machen oder für mich besser geeignet sind. Klingt vielleicht besser oder ist vielleicht auch besser ausgedrückt. Das hier war tatsächlich ein Werk, was für mich irgendwie nicht so gut geeignet war, als Satire im Allgemeinen. Genau. Dann machen wir mit dem zweiten Buch aus dem Stapel weiter. Und zwar handelt es sich hier um Der Trafikant von Robert Seethaler aus dem Kein und Aber Verlag. Hier in dieser wunderschönen Pocket Edition. Und diese Pocket Edition haben alle diesen wunderschönen Buchschnitt, was mir wahnsinnig gut gefällt. Aber zurück zum Buch. Wir befinden uns hier im Jahre 1937 und begleiten den Protagonisten Franz zu seinem, ich sag mal, großen Abenteuer. Und zwar fährt er vom kleinen Dorf aus in die Großstadt Wien und in Wien beginnt er eine Ausbildung zum Trafikanten. Im Trafikanten selbst verkauft er ja Zeitungen, Schreibwaren und Tabakwaren und beschäftigt sich ganz viel mit der aktuellen politischen Lage, was natürlich 1937 sehr, sehr brisant ist, und beschäftigt sich aber auch mit der Kundschaft. Und er lernt da zum einen Sigmund Freud kennen, aber auch noch die ein oder andere nicht ganz so koschere Kundschaft kennen, was 1937 vielleicht auch nicht sehr verwunderlich ist. Neben dieser ganzen Ausbildung und dem politischen Geschehen und den Entscheidungen, die Franz treffen muss, verliebt er sich tatsächlich auch in eine junge Frau und die stellt ihn so ein bisschen vor eine Hürde, beziehungsweise damit kann er nicht ganz so umgehen mit der Liebe. Und er muss halt so ein bisschen sein Leben meistern 1937 und muss tatsächlich auch sehr, sehr tiefgreifende Entscheidungen treffen, vor allen Dingen 1937, die sein Leben doch ganz schön verändern. Mehr möchte ich eigentlich dazu gar nicht sagen, weil ich das Buch bis auf das Ende hat mir nicht so hundertprozentig zugesagt. Finde ich jetzt aber gar nicht so schlimm, weil ich finde, ein Ende muss auch nicht immer glänzen, sag ich mal, wenn der Rest stimmt. Und für mich hat der Rest einfach gestimmt. Und es war ein Buch, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, was ich sehr gerne zur Hand genommen habe, was in seiner Erzählart sehr, sehr gut gepasst hat für mich. Ich mochte die Art des Schreibens von Robert Seethaler. Und ich mochte auch die Geschichte und den Franz. Und auch hier, dass man hier wahnsinnig viel gut nachdenken kann über auch nochmal 1937 und wie würde man sich selbst entscheiden und in welche Lage einen tatsächlich dann vielleicht auch die Liebe so ein bisschen bringt und wie sich das alles so verändert, wenn man sich das erste Mal verliebt und dann gleichzeitig vielleicht auch noch diese politischen Situation hat. Ein sehr, sehr gutes Buch, was ich euch empfehlen kann, falls ihr es noch nicht gelesen habt. Ich habe eine Weile überlegt, ob ich dieses Buch tatsächlich mit in dieses Video mit aufnehmen möchte. Ich habe mich dann dazu entschieden, auch abgebrochene Bücher zu besprechen. Ich finde, sie gehören einfach auch zum Leseprozess dazu und ich finde, man kann auch darüber noch ein bisschen sprechen und dem Buch vielleicht unberechtigterweise die Zeit zu geben, aber vielleicht hat der ein oder andere drüber nachgedacht, sich dieses Buch anzuschaffen und war sich aber den Ganzen nicht so sicher und vielleicht kann ich demjenigen dann bei der Entscheidung unterstützen, sag ich mal so. Ich habe das Buch mit der lieben Caro zusammen von Caros Bücher gelesen. Ihren Kanal verlinke ich gerne unten in der Infobox. Ihr könnt ja auch gerne nochmal bei ihr reinschauen, wie sie das Buch
gefunden hat. Und zwar spreche ich über die Hungrigen und die Satten. Hängt ein Haar. Die Hungrigen und die Satten von Timo Wermes aus dem Eichborn Verlag gesprochen. Dies ist ja der Autor von Er kommt zurück oder Er ist zurück, glaube ich, heißt es, was relativ bekannt ist und auch gut besprochen worden ist, glaube ich, aus meinem Wissen jetzt heraus. Bin mir aber nicht ganz sicher, weil ich das tatsächlich nicht gelesen habe und dachte mir so, als ich es gekauft habe, dann kann ich mir ja mal das zweite Buch von ihm angucken. Vielleicht ist es ja ähnlich gut wie Er kommt zurück oder Er ist zurück. Und ich muss ehrlich sagen, ich wurde bitter enttäuscht. Erstens, es handelt sich hier natürlich wieder um eine Satire, das wusste ich, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so, dass Satire für mich einfach nichts ist. Das kommt obendrauf noch dazu. Aber erstmal zur Geschichte. Wir begleiten hier relativ viele Protagonisten oder Charaktere, aber Hauptthema dieses Buches ist das Thema Flüchtlinge, ein Flüchtlingsstrom, der nach Europa bzw. Deutschland zieht. Wir begleiten hier einen Flüchtling selbst, eine Moderatorin, ein Fernsehteam, Reporter und Politiker, die sich mit diesem Flüchtlingsstrom konfrontiert sehen. Und ja, das ist so im Wesentlichen um das, was es geht, das, was ich gelesen habe. Dieser Prozess, wie sich dieser Flüchtlingsstrom nach Europa begibt, ist ein sehr, sehr langer Prozess. Es zieht sich sehr lange. Das macht das Buch aus meiner Sicht auch sehr, sehr träge und nicht sehr spannend. Aber hier gibt es so ein paar Punkte, die mich wahnsinnig gestört haben. Zum einen sind das zu stark überspitzte Charaktere. Ich weiß, dass es die Satire davon lebt, dass die Charaktere überspitzt dargestellt werden, gar kein Problem, aber ich fand halt hier immer, dass es ein Stück too much war. Dann haben mich der Schreibstil auch überhaupt nicht angesprochen. Es hat das Lesen sehr, sehr träge gemacht. Es war einfach kein Leseerlebnis in dem Sinne, aber was mich am meisten gestört hat, war einfach die Tatsache, dass er irgendwann, und das hat er zweimal gemacht, so ein bisschen auch auf das Problem von Pegida eingegangen ist und so weiter. Das gehört bei diesem Thema einfach dazu, habe ich tatsächlich vollstes Verständnis. Möchte ich auch gar nicht abstreiten, dass dieses Thema ein Stück weit auch darin bearbeitet oder verarbeitet werden kann. Was mich an der Sache einfach gestört hat, ist, dass er geschrieben hat, dass in einigen Städten und in Dresden die Pegida läuft. Und ich habe mich gefragt, warum sagt er in einigen Städten und in Dresden? Warum muss er Dresden explizit erwähnen? Weil ich finde es, und das hat er zweimal getan, und das hat mich tatsächlich ein Stück weit sauer gemacht, weil ich mir denke, in Dresden leben nicht nur Pegida-Menschen. Und das hat hier aber leider den Charakter, oder das ist leider so rübergekommen, als wäre es so. Und ich, wie der ein oder andere ja mittlerweile vielleicht auch weiß, ich lebe hier in Dresden, ich bin hier in Dresden aufgewachsen und ich kann mit Sicherheit sagen, dass es hier nicht nur Menschen gibt, die bei Pegida mitlaufen und dass Dresden eine ganz normale Stadt ist, wie jede andere auch. Und da leben halt leider halt eben auch Menschen, die Pegida unterstützen. Und das ist aber in vielen anderen Städten halt eben auch so und nicht nur in Dresden. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Das hat mich wütend gemacht, weil ich es einfach unfair finde, den Menschen gegenüber, die hier leben und tatsächlich nicht diesen Gedanken nachgehen und anders denken und vielleicht tatsächlich auch was dagegen tun. Und das finde ich auch, ich weiß, dass es eine Satire ist und ich weiß, dass man das vielleicht nicht ganz so ernst nehmen sollte, aber es hat mich dann tatsächlich einfach gestört und das war mit auch ein Grund, warum ich das Buch abgebrochen habe. Aber auch, weil es sich tatsächlich in die Länge gezogen hat. Das Thema hätte einfach kürzer verarbeitet werden können. Ich hatte auch das Gefühl, dass, oder ich glaube, die Caro hat es mir erzählt, dass es vom Aufbau her sehr, sehr ähnlich ist zu
seinem Erstlingswerk. Und es hat mich einfach alles nicht angehoben. Und ich fand das sehr schade, weil das Thema doch ein sehr, sehr wichtiges ist und aufgearbeitet werden muss und literarisch verarbeitet werden sollte. Und ich dachte, hier steckt viel Potenzial drin in dem Thema und ich dachte, der Autor macht hier was daraus, aber ich wurde leider enttäuscht. Und ich glaube auch, dass ich den Autor für mich aufgrund seiner Schreibart und wie er die Themen umsetzt, nicht so ganz meins ist. Deswegen habe ich dieses Buch abgebrochen und es wird dann auch ja, demnächst jetzt bei mir ausziehen. Es durfte jetzt nur so lange bleiben, weil ich ja dieses Video noch nicht gedreht habe. Der Kontrast zwischen dem vorhergehenden Buch und dem Buch, welches ich euch jetzt zeigen möchte, könnte eigentlich gar nicht größer sein, weil das Buch mochte ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Und zwar handelt es sich hier um ein illustriertes Buch und zwar das Buch von Helene Delforge und Quentin Greban mit dem Titel Liebe aus dem Verlag Ars Edition. Wir haben hier in Kombination zu ja, Bildern, Illustrationen und Text jeweils eine Art von Liebe dargestellt. Hier werden viele verschiedene Arten von Lieben gezeigt. Und zwar die Liebe zu einem Partner oder einer Partnerin, die Selbstliebe, die schmerzvolle Liebe, die glückliche Liebe oder den Verlust einer Liebe und so weiter. Mir hat dieses Buch wahnsinnig gut gefallen. Ich mochte die Illustrationen und auch die Kombination zwischen Text und Illustration sehr, sehr gern. Meine komplette Meinung zu dem Buch, ja, habe ich euch ja bereits in einem Video zusammengefasst und ich verlinke es euch gerne nochmal unten in der Infobox. Dann könnt ihr da gerne nochmal reinschauen, falls euch das Buch ja, interessieren sollte. Auf das nächste Buch bin ich aufmerksam geworden dadurch, dass es sehr, sehr gut gelobt worden ist, beziehungsweise es sehr rumging und man oft es gesehen hat und ich auch, ja, dass mich das Thema ja sehr interessiert hat. Und ich habe dieses Buch auch zusammen mit der lieben Caro gelesen, aber vorweg gesagt, wir haben dieses Buch nicht abgebrochen. Uns hat das, also mir, ich kann ja nur von mir reden, sehr, sehr gut gefallen. Und zwar spreche ich von Drei Frauen bzw. Three Women von Lisa Tadea aus dem Piper Verlag. Die Autorin erzählt uns hier die Geschichte von, also die Lebensgeschichte von den drei Frauen Maggie, Lina und Sloane. Hier handelt es sich um drei wahre Lebensgeschichten oder Auszüge aus den jeweiligen Leben. Die sind ja noch nicht vorbei. Und die drei Frauen führen im Wesentlichen eigentlich sehr, sehr unterschiedliche Leben, aber in bestimmten Punkten sind sie dann doch sehr ähnlich. Und zwar haben sie alle drei Ereignisse in ihrem Leben gehabt, auf die sie tatsächlich hätten verzichten können oder die sie nicht unbedingt ja, erleben hätten müssen. Alle drei Frauen gehen unterschiedlich mit ihren Ereignissen oder mit ihren Lebensereignissen um und geraten aber tatsächlich aus meiner Sicht alle in eine gewisse Abhängigkeit und realisieren das nicht unbedingt. Das heißt, Abhängigkeit meine ich nicht unbedingt damit Drogen oder Alkohol, sondern auch Abhängigkeit ja, zu anderen Menschen, zu anderen Männern, sage ich mal, und was ich sehr, sehr spannend finde, weil ich denke, dass wir alle ein Stück weit ja, abhängig sind von ein Stück weit von anderen Menschen, sei es bewusst oder unbewusst. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Ich finde, die drei Frauen geben sehr, sehr viel Potenzial, darüber nachzudenken, über das eigene Leben und in welchen Abhängigkeiten man vielleicht ein Stück weit auch selbst steckt. Ich möchte mich tatsächlich gar nicht so kritisch über die Leben äußern, weil es ja auch um tatsächliche Leben geht. Und ich finde, da steht es einem irgendwie auch nicht zu, kritisch zu sein, beziehungsweise sich ein Urteil darüber zu erlauben, weil man weiß immer selber nicht, wie man in diesen Situationen reagiert, was aus seinem eigenen Leben ja geworden wäre, hätte man das einfach erlebt, so wie die drei Frauen es erlebt haben. Aber nichtsdestotrotz erlaubt das Buch, kritisch mit seinem eigenen Leben nochmal zu hinterfragen, vielleicht auch nochmal zu überprüfen, ob es bei einem vielleicht nicht, naja, nicht selber bei einem so ist, aber vielleicht doch den einen oder anderen Punkt, wo man vielleicht nicht ganz selbstreflektiert ist, sag ich mal, zu überdenken. Ich finde es ein sehr, sehr gelungenes Buch. Die Frauen sind sehr, sehr gut beschrieben worden von der Autorin, sehr so geschrieben worden, dass man sich in sie hineinfühlen kann, dass sie sehr realistisch auf einen wirken, nicht so weit weg.
und dass man ein Gefühl für die Frauen entwickeln kann. Lisa Taddeo hat tatsächlich sehr, sehr viel Arbeit in dieses Buch gesteckt. Sie hat die ja ganz viele Frauen begleitet auf ihrem Leben oder in ihrem Leben, hat die Geschichten, soweit es geht, versucht nachzurecherchieren und hat sich am Ende für diese drei Frauen, die sie in diesem Buch beschrieben hat, ja entschieden. Was ich tatsächlich aber recht geben muss, ist den Kritikern dieses Buches, dass dieses Buch, also es wurde beworben mit dem Buch, dass es hier um die Sexualität der Frau geht und dass sie ebenfalls ein Recht dazu hat. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber ich finde, da ist das Buch ja ein Stück weit dran vorbei geschossen an dem Ziel, weil hier meiner Meinung nach eigentlich die Erlebnisse, die diese drei Frauen hatten, mehr im Vordergrund gestanden haben und was aus welche Konsequenzen aus diesen Erlebnissen gezogen wurden bzw. Gefolgt sind. Ich meine, wenn man ein Ereignis hat, was so tiefgreifend ist, hat das natürlich Konsequenzen und auch über das gesamte Leben hinweg. Und da ist die Autorin ja ein Stück weit ja über dieses Ziel, über die Sexualität der Frau, dass diese genauso existiert wie bei dem Mann, ein Stück weit hinaus ja geschossen und dran vorbei ja schon, finde ich aber gar nicht so schlimm, weil das Buch hat andere Potenziale, die genauso wichtig sind, besprochen zu werden, die genauso wichtig sind, immer wieder in den Fokus zu setzen und dass ja auch Frauen einfach nur Menschen sind, sage ich mal. Ich kann dieses Buch, auch wenn die Kritik berechtigt ist, was manche schreiben, trotzdem nur empfehlen, es mal zu lesen, mal zur Hand zu nehmen und ja, sich sein eigenes Bild zu machen von dem Buch. Damit sind wir auch schon zum letzten Buch gekommen und zu dem Buch möchte ich eigentlich auch gar nicht mehr so viel sagen, weil ich einfach dazu bereits eine Buchbesprechung gedreht habe und wer meine vollständige Meinung zu dem Buch wissen möchte, schaut einfach gerne nochmal in das Video hinein. Und zwar spreche ich über Die Geheimnisse meiner Mutter von Jesse Burden aus dem Insel Verlag. Auch hier möchte ich mich von Meg erst nochmal bedanken, da mir der Insel Verlag dieses Buch freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und ich bin sehr froh darüber, weil es mir doch sehr, sehr gut gefallen hat. Und zwar begleiten wir hier die Protagonistin Rose, welche versucht, ja, ihre Lebensfragen so ein Stück weit zu beantworten. Ihre Lebensfragen drehen sich alle rund um das Thema ihrer Mutter, warum ihre Mutter sie verlassen hat und welche Beweggründe es dazu gab. Und das Buch ist so aufgeteilt, dass wir hier zwei Zeitebenen haben. Und zwar zum einen die Zeitebene von Rose, also in der Gegenwart, wie sie immer weiter Stück für Stück möglicherweise ihre Fragen beantwortet, und die Zeitebene der Vergangenheit, wo wir in das Leben der Mutter eintauchen. Und ich mag so Familie, also Generationsromane, also ich packe dieses Buch einfach mal in die Genre Generationsroman, Familiendrama, und mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Es war ja für mich das erste Buch von Jesse Burden und mir hat die Schreibe der Autorin sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte einfach dieses Feeling, welches erzeugt wird, aber auch die Tatsache, dass man dieses Buch sehr, sehr langsam, also ich habe es sehr langsam gelesen und ich mochte irgendwie diese Langsamkeit, dass ich immer nur einen Zeitstrom gerade lesen konnte und danach erstmal eine Pause machen musste. Ich aber dennoch immer wieder gern zu diesem Buch zurückgegriffen habe. Und ich kann es dadurch wirklich nur empfehlen. Ich hatte wirklich ein wahnsinnig gutes Lesevergnügen. Mir hat es sehr, sehr viel Freude bereitet und ich kann es tatsächlich nur empfehlen. Schaut euch mal das Buch an, ob es ebenfalls was für euch ist. Damit sind wir zum Ende dieses Videos gekommen und ich würde mich freuen, wenn wir uns über die Bücher in den Kommentaren ein wenig austauschen könnten und ihr mir mitteilen würdet, ob ihr eins der Bücher kennt bzw. gelesen habt und wie eure Meinung dazu ist. Ansonsten kann ich euch nur noch einen schönen Tag, schöne Lesestunden wünschen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!